Hallo und herzlich willkommen bei der Scooterschrauber. Es geht immer noch um das KTM E-Bike. Ihr wisst, ich bin immer noch an der Kupplung dran. Das heißt, die Aufnahme für den Anhänger. Ich habe beide Seiten fertig mit Rostumwandler. Aber die das Video verfolgt haben, ich mache das mal so. Der Weg hier zwischen war ja kürzer, wo die Platte aufgelegt wurde und von unten wie von oben die Platten saßen und verschraubt wurden. Ich mache das mal anders. Obere Platte, untere Platte. Die waren ja auch geklemmt, ne? Oder gequetscht, wie man auch so schön sagt. Jetzt ist, oder nein, der Weg war ja hier kürzer. Also hatte ich mehr hier den Druck drauf, auf diese kleinen Stückchen hier nur. Nun habe ich aber einen weiteren Weg. Das heißt, wenn ich jetzt quetschen würde, wenn ich diese beiden Teile jetzt zusammenquetsche, das Material ist zwar recht dick, aber ich bin der Meinung, ich brauche da ein bisschen Gegendruck. Das würde bedeuten, ich würde hier einmal ein 8er oder 5er, 5 mm Loch durchbohren und hier ebenfalls durch beide Platten. Ich würde die dann übereinander legen und durch beide Platten hier wie auch hier noch ein für einen Gegendruckpunkt, könnte man es auch nennen. Ne, dass ich nicht nur in der Mitte ziehe, sondern außen auch mit klemmen kann. Im Grunde wird das ja auch geklemmt. Ne? Und mal anhalten, Maß nehmen und dann geht's weiter. Aber ich habe was vergessen, was mir heute eingefallen war. Und zwar, das zeige ich euch mal. Werbung brauche ich dafür keine. Ich hatte doch noch was liegen, was ich mir extra mal für ein Fahrrad besorgt hatte. Es geht nur ums Fahrrad oder übers Fahrrad heute wieder. Und zwar, ich packe das mal aus. Gestern hattet ihr mitbekommen, für meine GoPro. Am Lenker, am KTM-Fahrrad. Das gleiche Teil habe ich verbaut am Explorer Spin, hinten am Gepäckträger. Dieses Teil soll jetzt an das KTM-Fahrrad. Das Schöne ist, Moment, es ist rastbar. Ne? Also hier, ich kann die Cam auch drehen, zu mir drehen, woanders hin drehen, nach vorne drehen. Und dieses Teil möchte ich dann am Lenker verbauen. Was das letzte Mal nicht dabei war, war sogar hierfür ein Schlüssel. Also ich wüsste es zumindest nicht mehr. Wo ich meine GoPro ein bisschen stabilisieren kann, fester ziehen kann und auch lösen kann. Gut, und ein Imbus ist auch dabei. Ich habe so viele kleine Imbusse, schon Wahnsinn. Das Teil wird auch noch verbaut. Nun hole ich oder kram ich mal was raus, das ist hinter euch, da unten, um dann auch anschließend Löcher bohren zu können. Vorher nehmen wir aber noch das Maß. Da sich das hier so schlecht messen lässt, ich habe hier einfach in der Mitte eine Schraube, eine Mutter dran durchgezogen und befestigt. Nun suche ich mir meine Punkte. Ich gehe ziemlich weit nach oben, so. Und
lege hier mal meinen Bleistift ab, Moment, und gucke mal, oder muss vielmehr gucken, bin ich denn hier oder wäre ich denn hier schon mittig? Ja, mal so. So kann ich mir das nämlich gleich kennzeichnen. Wie gesagt, mit Messen ist es hier gar nicht so einfach. Also einmal könnte ich hier und einmal könnte ich hier. Mal gucken, ob das ungefähr gleichmäßig ist. Ja, es sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ja, ich ziehe hier meinen Strich mal auch nach oben mit hin, dass ich dann auch ein gerades Maß hier rüber bekomme. Ne? Ich halte es trotzdem noch mal fest und hier mache ich hier unten noch mal den Strich. Wie gesagt, nur dass ich gleich laufe. Okay, hier wären meine Striche. Einmal da und einmal da. Jetzt müssten wir was ankören, also abmessen oder messen überhaupt. Ankören, bohren. Dieses hier kann zur Seite. Und jetzt hole ich mal meine Standbohrmaschine. Und in der Hoffnung, dass ich das mit dieser Zwinge, die mache ich mal ein bisschen höher, hier mit dieser Zwinge einsetzen kann. Und ich stelle jetzt alles ein, mache alles oder bereite alles vor. Und dann wird, oder dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Was ich nun mache, ich nehme erstmal hier meinen Fuß ein bisschen tiefer. Ich denke mal hier, erstmal nach hier. Es kann sein, dass ich ihn noch ein bisschen ausrichten muss, ne? Dass ich hier dann auch sauber mittig bohren kann, dass ich hier in dieses Loch dann ungefähr durchbohre oder durchkomme, dass der Bohrer dann frei läuft. Das heißt, einmal lösen. Löse jetzt einfach mal hier die Schraube und die Mutter nehme ich jetzt auch mal raus und mache jetzt hier wenigstens meinen Strich fertig. Ich mache das mal ein bisschen zusammen und nun kann ich hier mein Teil auch sauber anlegen. Ja, manchmal ist das auch ein bisschen umständlich, aber es funktioniert letztendlich doch. Gut. Hier sollte mein erstes Loch rein. Hier. Hier sollte zumindest der erste Strich nochmal rüber. Das gleiche von der anderen Seite. Hier habe ich ja auch angezeichnet. Hier. Ja, da liege ich gut. Wie gesagt, es kommen nur 5 mm Schrauben rein. Und ich schaue mir das Ganze jetzt mal an, dass ich auch hier sauber liege. Ja, ich hätte hier noch ein Stückchen rüber gekonnt. Was mache ich? Das nehme ich nochmal weg und setze hier lieber nochmal neu an. Wenn, dann soll es ja auch recht gut laufen. Nochmal. Bisschen Licht. Ja, so sieht es schon besser aus. Moment. Nochmal gucken. Ja. Ja. Jetzt ist mein Bleistift weg. Ich glaube, der ist sogar dahinter.
Habe ich hier noch was, da ich ihn wieder hochziehen kann? Das geht doch. Okay, nochmal neue Linie hier. Ja, ganz minimal rübergezogen. Schön hier bleiben. Hier ist es der innere Strich. Und den hier habe ich ja recht gut erwischt. Wir müssen was messen. Nun messe ich mir hier mal aus, wie breit ist das Teil. Genau 4 cm. Das heißt, bei 2 cm mache ich hier mal einen Strich. Einmal. Wieder genau ansetzen. Aha. Und 2. Ich denke mal, man kann das sehen, ne? Die Querstriche jetzt. Einmal da, einmal da. Jetzt kann ich wieder beide Teile zusammenbringen. In der Mitte brauche ich ja nicht bohren. Von daher setze ich jetzt beide Teile hier auf, ziehe sie wieder an, richte sie mir so aus, wie ich sie brauche. Ich glaube, sie waren andersrum. Ich glaube, so rum. Ich gehe mal so. Ja, hier sind beide Linien, ne, weil ich möchte schon, dass beide Linien auch wieder übereinander oder zusammenstehen. Und nochmal gucken, kontrollieren, festziehen. Na, ich glaube, ich habe die Schraube ein bisschen weit, bisschen tief versenkt gerade. Jetzt sollte es funktionieren. Und ja, da gibt es doch noch ein bisschen was zu ziehen. Ausrichten. Sieht gut aus. Als nächstes einfach hier zwischenklemmen. Was jetzt noch fehlt, ist hier meine Körnung. Einmal. Zweimal. Ja, kommt gut hin. Also in der Linie bin ich. Passt. Einmal einspannen. Ich spanne das mal hier drüben so ein. So. Kann es natürlich auch ein bisschen auflegen. Ist vielleicht sogar noch besser, dass ich dann auch gerade bin. Gucke, das auch gerade sitzt, und ziehe das Ganze jetzt aber ein bisschen mit der Rohrzange an. Es soll ja nicht unbedingt verrutschen. Jawohl, und anziehen. Auf dem Bohrständer, richtigen Bohrer raussuchen. Wollen wir mal. Öl. Das war ganz schön dicht eben. Öl. Ja, nicht vergessen. Einschalten. Schon mal einen kleinen Tupf Öl draufgeben. Mitte suchen. Und. Oh, der Bohrer ist sogar noch scharf. Durch einen sind wir, glaube ich, gleich durch. Und jetzt kommen wir in den zweiten. Also in den unteren. Boah, das frisst sich aber gut durch.
Das war Nummer 1. Dass ich das Ganze jetzt nicht wechseln muss, also das heißt, ich muss ja oder setze das Teil, dieses Teil gleich hier rüber, also das heißt, ich drehe es einmal. Das mache ich dann anschließend. Hier habe ich jetzt ein 5,5er Bohrer, weil ich brauche ja ein bisschen Luft. Hier ist der 5,5er Bohrer drin, auch festziehen. Wie gesagt, so brauche ich die Platte nicht extra wieder öffnen und somit kann ich hier gleich mein Loch auf 5,5 bringen. Es geht jetzt weiter. Ihr wisst Bescheid, wie es jetzt läuft. Fertig. Ihr habt gesehen, Schrauben gehen ohne weiteres durch. Das sind jetzt 5 mm Schrauben, Menge ausreichend, kürzen und dann eben als Entgegenwirkung für diese Schraube so ein bisschen dienen zu können. Das Einzigste, hier ist noch ein Grat, hier ist auch noch ein Grat. Wäre schon schön, wenn die so ein bisschen weg sein würden, ne? Vielleicht sieht man das. Ja, ich glaube, das sieht man. Ne? Moment, ich mache das mal so. Ja, den Grat sieht man. Arbeiten wir ein bisschen gegen. Akkuschrauber. Entgrater rein. Hier ist der Entgrater. Und Stufe 1. Nur ein bisschen entgraten. Das sieht schon gut aus. Jawohl. Das untere Stück gucke ich mir dann anschließend an. Moment. Das, ne, kein Grat mehr zu sehen und die untere Platte hier, da gucke ich dann nochmal, ob ich da auch nachentgraten muss. Reinigen. Also fett und ölfrei machen, weil ich habe ja mit Öl gearbeitet. Lackieren. Okay, ich gebe mich geschlagen. Wir testen vorher nochmal. Ja, ich kann ja die Mutter drauf lassen. Das müsste eigentlich so funktionieren. Und nehmen mal diese zwei 5 mm Schrauben mit rüber und wir halten es mal an. Na. Wollen wir mal gucken. Einmal hier durchschieben, einmal hier durchschieben. Ich stecke jetzt aber die Schrauben nur einfach mal ein, ohne eine Mutter. Das wäre hier Nummer 1 und Nummer 2. Ja, ich denke mal, so bin ich, oder ist das Ganze auch wirklich sicher. Ne? Mhm. Trotzdem noch lackieren.
Der Lack muss noch trocknen. Das habe ich noch draußen hängen lassen alles. Und würde mein Teil jetzt hier anbringen für die GoPro. Ich muss aber höchstwahrscheinlich was haben, womit ich was unterlege. Aber das wird sich gleich finden. Ich habe auch gleich schon was festgestellt hier. Oh, ich hätte gar nicht mehr Schrauben brauchen. Und zwar ist das Teil hier knackenegal. Und dieses hier. Das saß eigentlich normalerweise so zusammen und ist defekt. Somit ein Teil für den Müll. Traurig, aber wahr. Es ist eben nur Kunststoff. Was ich dafür machen kann, ich kann jetzt dieses Gummi nutzen, weil hiermit, da habe ich keinen Nutzen mehr von. Ich nehme mir die Teile nur raus, die um den Lenker, ne, dass es nicht rutschen kann und auch genug Stabilität hat. Ich nehme mir die Teile raus und das hier oben schraube ich natürlich auch nochmal ab und der Rest kommt dann weg. Dieses eine Teil hat ja hier auch schon gelitten. Austauschen. Man, gut, dass ich das andere Teil noch habe. Das Gummi habe ich gekürzt und würde ich so hier ansetzen. Ich muss mal gucken. Ich habe hier schon mal eine Schraube auch ebenfalls gelöst und setze somit jetzt mal alles zusammen und möchte mal sehen, inwiefern muss ich hier vielleicht noch was abschneiden. Oder kann ich es sogar so lassen? Ja, weiter hier rüber auf jeden Fall. Zusammendrücken. Ja, das Gummi kann so bleiben. Das heißt, ich könnte hier mal gucken, dass ich die Schraube hier durchbekomme. Sollte eigentlich gelingen. Und ziehe das Ganze jetzt mal langsam fest. Imbusschlüssel habe ich auch schon parat und so lässt es sich natürlich auch schneller dementsprechend drehen. Muss ja hier noch alles ein bisschen vermitteln. Mal gucken, dass das auch alles einen vernünftigen Sitz letztendlich hat. Und ziehe das Ganze jetzt mal fest. Ja, ich glaube, das sieht schon ganz gut aus. Ich musste das Gummi, ja, ich musste mir zwei Stückchen abschneiden. Das heißt einmal die obere Hälfte und einmal die untere Hälfte. Und bin gerade dabei, es jetzt anzuziehen. Die Schrauben sind natürlich jetzt ein bisschen länger, aber ich denke mal, das ist nicht ganz so schlimm. Auf die Festigkeit kommt es drauf an und dass das auch wirklich gegeben ist. Und ja, ne, das hier kann man ja hochziehen und kann man ja auch verstellen. Den Halt selbst müsste ich jetzt auch erreicht haben. Das heißt, hier kann jetzt eine Cam dran und das war's damit schon. Somit steht den nächsten Ausfahrten mit einer GoPro nichts mehr aus. Mit dem Gepäckträger, da können wir noch mal gucken, wie die Farbe, was heißt Gepäckträger, der Anhängerkupplung, wie die Farbe, ob sie schon angezogen hat und schon langsam durchtrocknet. Wollen wir doch mal schauen. Ja, das ist ganz okay so. Und die Farbe
zieht schon schön an. Das sollte Menge ausreichend sein. Hier ebenfalls. Das sieht auch recht gut aus. Ich denke mal, noch ein bisschen durchziehen lassen. Und dann im nächsten oder im nächsten Video oder übernächsten Video spätestens, dann werde ich es anbauen. Auch Fahrräder müssen natürlich in Schuss gehalten werden, ob es das eigene ist oder vielleicht auch von Bekannten. Ja, viel mehr kann ich heute gar nicht machen. Die Teile müssen noch durchtrocknen. Gut, die GoPro-Halterung ist dran. Von daher steht nichts mehr im Wege, vielleicht auch mal dann eine Ausfahrt mitzumachen. Schauen wir mal. Eine längere Tour, eine kürzere Tour. Zur Not kann ich sogar dann anschließend noch einen Anhänger mitnehmen. Heute haben wir Donnerstag und die Woche ist schon fast wieder rum. Von daher bleibt gesund, bleibt fit. Nicht vergessen zu abonnieren und zu liken. Dankeschön dafür und wir sehen uns. Tschüss.